Besuch von alten Bekannten bei Meyers. Herr Meyer macht mit seinen Gästen eine Stadtführung. Und hier, erklärt er, seht ihr die Städte des Jammers. Die Mauern hallen wieder vom Gestöhne der gequälten Menschen. Aber hör mal, du warst immer schon ein Übertreiber. Aber das nehme ich dir hier nicht ab. Das ist kein altes Gemäuer wie im Mittelalter, sondern ein hochmodernes Gebäude. Was ist das denn für ein Gebäude? Das ist die neue Zahnklinik. Kommt ein Mann im weißen Kittel ins Krankenzimmer und fragt den Patienten, wie groß sind Sie denn? Patient: 1,80 Meter, Herr Doktor. Mann: Ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Herr Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Naja, ein Doppelalbum würde ich mir nicht mehr kaufen. Herr Doktor, können Sie mir helfen? Meine Hände zittern ständig. Trinken Sie viel? Nein, das meiste verschütte ich. Herr Doktor, Herr Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? 9. 9 was? 8, 7, 6, 5. Freundinnen unter sich. Was regst du dich denn so auf? Du hast doch selbst deine Verlobung mit diesem Arzt gelöst. Schon, aber jetzt hat er mir eine Rechnung über 75 Hausbesuche geschickt. Herr Doktor, meine Frau hat Blinddarmschmerzen. Unsinn. Ich habe ihr den Blinddarm doch schon vor 3 Jahren herausgenommen. Kein Mensch hat 2 Blinddärme. Aber mancher Mensch hat eine 2. Frau. Eine Frau beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, an den Zähnen gebohrt zu werden oder ein Kind zu bekommen. Der Arzt: Sie müssen sich entscheiden, damit ich den Stuhl entsprechend einstellen kann. In der Sprechstunde. Der Arzt untersucht eingehend die junge, hübsche Patientin. Hatten Sie einmal Polypen? Fragt er schließlich. Ja, antwortet die junge Dame errötet. Vor 2 Jahren, einen vom Revier 35. Kommt ein Tscheche zum Augenarzt. Der hält ihm die Buchstabentafel vor, auf der steht SZWAXNYSTECZ und fragt ihn, können Sie das lesen? Lesen? Ruft der Tscheche erstaunt aus. Ich kenne den Kerl!